Guten Tag. Ich freue mich gerade, dass das hier jetzt funktioniert hat mit der Toaster-Reparatur. Ich hatte fünfmal auf YouTube geguckt, da habe ich wenige Videos auf Deutsch gesehen. Ja, das Problem war, dass hier der Hebel nicht unten blieb. Also man drückte runter und da ging der halt immer wieder hoch und der Hebel rastete also nicht ein. Und da hatte ich mich gefragt, woran liegt das? Ich hatte vorher den Toaster sauber gemacht, hatte unten das hier rausgezogen, Krümel unten rauf rausgeklopft, hat den Toaster umgedreht und dann hier oben Krümel rausgeklopft. Und nachdem ich den Toaster so gereinigt hatte, Krümel entfernt hatte, auch mit dem Messer rausgepult hatte, danach ging der Toaster nicht mehr und rastete nicht mehr unten ein. Da habe ich gegoogelt und tatsächlich war das jetzt. Habe ich hier einfach mit dem Pinsel ganz viel sauber gemacht. Also es scheint bei mehreren Toaster-Modellen so zu sein. Einfach vom Stromnetz trennen, hier das hier unten raus machen. Dann gibt es auf der Unterseite drei, vier Schrauben. Hier sieht man es, eins, zwei. Das war im Prinzip einfach hier drüber gestülpt. Und dann von unten, genau, hier kann man das gut sehen. Von unten dann einfach war das draufgeschraubt und dann konnte man das hier einfach ja, rüberklappen zur Seite. Und dann hatte ich mir das hier angeguckt, wenn man das runterzieht, dann, naja, auf jeden Fall das Problem, was es jetzt hier war tatsächlich Krümelverschmutzung. Und zwar lag, ich hasse es, genau da hinten, da auf diesem Kontakt, da war etwas drauf geschmort. Das habe ich dann abgekratzt. Und seitdem ich das wieder abgekratzt habe, geht das wieder. Ein. Da hinten leuchtet es auch. Also wenn das Ding mal nicht mehr einrastet, vom Stromnetz trennen, öffnen und einfach innen hier sauber machen. Es kann auch sein, dass da irgendwie was dazwischen ist. So, jetzt habe ich das mal auf die Kaffeetasse draufgelegt, das Handy, und mache das mal in Zeitraffer alles wieder zusammen. Oft scheint es bei Toaster noch zu sein, dass man einfach am Anfang noch diesen Griff abziehen muss. Vielleicht mache ich das auch nicht in Zeitraffer, das kann man ja dann auch einfach vorspulen. Das hier jetzt alles sauber genug.
So, es sieht wieder gut aus. Alles normal. Einmal kurz testen, ob es noch funktioniert. Ja. Es rastet ein. Und jetzt können wir den Griff auch wieder draufstecken. Hier mit dem Grip nach oben natürlich. Jetzt nur noch die Schrauben unten wieder rein. Das sind Schrauben mit Dreieckskopf gewesen, aber ging auch mit dem Kreuzschlitz, mit dem Schlitz. Und das ist die vierte Schraube. Fertig. So, das Ding hier wieder rein. Mal nochmal so rum. Und nun die Arbeitsplatte. Und